Kulturshow. Hallo, wir sind Valentin, Jana und Kenia von der Südbuschau auf 92,4. Ist es okay, wenn wir du sagen? Das ist absolut okay und ich bin Marc. Hi. Hallo. Für wie viele Musicals hast du schon die Musik geschrieben? Kannst du uns eine Zahl nennen? Ich glaube, das sind so ungefähr 30 Musicals, die ich geschrieben habe bis jetzt. So Pi mal Daumen. Was war genau beim Nine-Hall-Musical dein Job? Da hatte ich sogar viele, viele Jobs. Also ich habe aus dem Buch, was ihr alle kennt, mit den Illustrationen, versucht, ein Stück zu bauen. Das heißt, was auf der Bühne nachher funktioniert. Sprich Dialoge, Charaktere, Text, Liedtexte und die Musik, alles zusammen. Also alles, was sie auf der Bühne gesehen hat, außer Bühnenbild und Kostüme und die Regie natürlich, das habe ich gemacht. Also alles, was ihr hört an Musik und Text, war von mir. Und natürlich aus dem Buch gibt es natürlich ganz viele Zeilen, die vorgekommen sind im Text. Wie bist du bei den Nine-Hall-Songs vorgegangen? Hast du erst den Text geschrieben oder erst die Musik? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn irgendwas muss ja zuerst kommen. Bei mir war das zuerst so, dass ich ganz, ganz oft das Buch gelesen habe und versucht habe, jeder einzelne Charakter zu werden. Also ein Wasbär, ein Nahund, eine Königstochter, das Neinhorn und selbst die ganzen Einhörner in der Einhornfamilie. Ich habe versucht, mich in die hineinzuversetzen. Wie sind die? Sprechen die langsam? Singen die langsam? Wie viel Text haben sie? Sind sie witzig? Sind sie nicht so witzig? Wie unterscheiden die sich von den anderen? Also ähnlich wie ein Schauspieler sich auf eine Rolle vorbereitet, habe ich versucht, die verschiedenen Charaktere in mir zu finden. Und als ich dann so ein bisschen mich sortiert hatte, wie können die sein, dann begann das ein bisschen gleichzeitig, ehrlich gesagt, was Text und Musik angeht. Bei manchen Songs war es klar, wie die heißen werden. Insofern war da Text zuerst da. Aber oftmals ist es eher eine Haltung von den Figuren, die mich dazu bewogen hat, dann Text und Musik zu machen. In den meisten Fällen gab es dann eine Textzeile als Ausgangssituation. Und diese Textzeile hat mich rhythmisch und melodisch dann dahin geführt, dass ich dann auch Musik schreiben konnte. Und dann habe ich, glaube ich, erstmal die musikalische Form gemacht und danach den Rest des Textes geschrieben. War es eigentlich schwierig, die Musik und den Text zum Neinhorn zu schreiben? Das ist immer schwierig oder es ist immer eine Herausforderung, zumindest wie ich das sehe, das Schreiben fürs Theater. Weil ich muss mich in ganz verschiedenste Figuren reinversetzen. Also es gibt Stücke, wo ich zum Beispiel einen bösen Charakter darstellen muss und dann muss ich versuchen, das in mir zu finden. Und hier bei dem Neinhorn gibt es natürlich per se keine bösen Charaktere, aber sehr unterschiedliche und sehr skurrile und sehr bunte und farbige. Und durch das viele Lesen und das viele Rumspielen auch und auch ehrlich gesagt auch Fehler machen dürfen in der Entwicklung dieses Stückes, also zu gucken, funktioniert das? Da schreibt man dann erstmal eine Nummer und dann denkt man, nee, das ist noch nicht richtig. Und auch später, wenn man vielleicht schon mehrere Nummern geschrieben hat, denkt man, ui, diese eine Nummer, die ich vor 2 Wochen geschrieben habe, die passt da gar nicht mehr so gut rein. Da muss ich mich nochmal ransetzen. Also insofern ist das immer schwierig und manchmal auch leicht. Aber ich muss auch dazu sagen, diese Figuren aus dem Neinhorn, die machen es einem nicht wahnsinnig schwer, es zu schreiben, sondern sie umarmen einen und man ist da eigentlich schon sehr auf der richtigen Spur, glaube ich, wenn man da etwas versucht, musikalisch und textlich zu formulieren. Bist du beim Arbeiten eher ein Neinhorn, ein Wasbär oder ein Warummel? Ich glaube, ich bin wahrscheinlich alles. Ich sage sehr, sehr, sehr oft Nein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr etwas macht und euch selber kritisiert und denkt, Mensch, ich kann das eigentlich besser, als ich es jetzt schon gemacht habe. Und dann hat man in sich auch immer eine Art von Nein, das geht noch anders, probier es nochmal anders. Das Nein darf nur nicht zu laut werden. Das Nein muss immer letztendlich zu einem Ja führen, wie es ja auch bei dem Neinhorn irgendwie ist, der sich ja über das Nein zu einem vielleicht zu einem Ja auch entwickeln kann.
Aber ich habe diese Figuren alle in mir. Wahrscheinlich habt ihr auch diese Figuren alle in euch und wisst mit denen was anzufangen und habt die in eurem Leben auch immer dabei. Wer ist deine Lieblingsfigur im Neinhorn? Ich glaube, da muss ich wirklich sagen, das ist der Wasbär. Ich glaube, den mag ich doch am allerliebsten, weil er auch so schön skurril ist. Eine Figur, die mal zuhört, mal nicht zuhört, je nachdem, wie es ihr gefällt. Ich glaube, dieser Figur, die ist eigentlich ganz gesund. Die macht ihr Leben eigentlich ganz richtig. Das gefällt mir irgendwie ganz gut. Ab und zu hört man das, was man hören möchte, und man kann aber auch weghören, wenn man was nicht hören möchte. Ich glaube, da bleibt man ganz gesund im Leben. Und was ist dein Lieblingssong im Neinhorn? Auch da muss ich sagen, es ist wahrscheinlich der Song vom Wasbär. Also Wasser im Ohr heißt er ja bei meiner Musik, und ich habe ihm ja einen Grund gegeben, weswegen er nicht so gut hört oder sie, je nachdem. Ich habe auch schon von einer Frau gesungen und gespielt gesehen. Hier ist es ja so, dass sie oder er eben halt unter Wasser taucht und dann bleibt ein bisschen Wasser übrig. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr in der Badewanne seid und plötzlich ist das Ohr zu und es ist alles so ein bisschen verschwommen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ja im Buch nicht drin steht, aber ich habe mir immer überlegt, warum hört dieser Wasbär nicht so gut? Und er wäscht sich und lebt am Fluss, also das wäre ein vernünftiger Grund. Und meine Musik, glaube ich, ist da auch ganz lustig, und auch meine Texte sind da, glaube ich, ganz lustig. Hier ist auch eine meiner Lieblingszeilen drin von mir. Die geht ein bisschen unter, weil es manchmal so schnell ist, wenn man das auf der Bühne hört, aber da singt der Wasbär eine englisch- und deutsche Phrase: so nice, so nass. Und das ist so schön, das nennt man auch eine Alliteration, wenn etwas mit denselben Buchstaben beginnt, ne? So nice und so nass. S-N-S-N. Ja, ich glaube, der Wasbär-Song gefällt mir am besten. Wie lange brauchst du generell, um ein Lied zu erfinden? Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal ist es ein halbes Jahr und manchmal sind es 2 Minuten. In diesem Spektrum spielt sich alles ab. Das hängt davon ab, wie sehr ich vorbereitet bin. Wenn ich schon ganz lange mit der Materie zu tun habe, dann kommen die Ideen ganz, ganz schnell. Dann kann es wirklich passieren, dass in 2 Minuten ein Lied da ist. Und manchmal muss man kämpfen. Und eben halt, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man immer diese Stimme hat, die manchmal sagt, nein, 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 das kannst du besser, das ist noch nicht das Richtige, dann dauert dieser Prozess natürlich umso länger. Aber ein halbes Jahr ist natürlich ein extremer Zeitraum. Ich würde sagen, eben halt von 2-3 Minuten bis zu wirklich wahrscheinlich 2 Wochen oder sowas. Aber ich schmeiß auch viel weg. Also ganz, ganz viele Songs von mir landen in der Mülltonne. An welchem Neinhorn-Lied hast du am längsten gearbeitet? Ich glaube, könnt ihr euch noch an das Finale erinnern? Ja. Also, wo alle zusammenkommen. Das war ein bisschen das komplizierteste Lied, weil ich auch immer diese Was, Nein, Na und Doch unterbringen musste, auch rhythmisch, dass das irgendwie organisch und eine schöne Form hatte. Und ich glaube, an diesem Lied habe ich am längsten gesessen. Und an welchem am kürzesten? Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich glaube, die anderen sind alle relativ gleich entstanden von der Länge, aber man sitzt am längsten nicht an der Musik, sondern man sitzt am längsten an dem Text für die Lieder. Und das sind unterschiedliche Vorgänge. Ich glaube, bei der Musik bin ich relativ schnell gewesen bei dem Rest der Lieder, und an den Texten habe ich sehr, sehr, sehr gearbeitet und sehr gefeilt und Zeilen rausgeschmissen, nochmal neu geschrieben, überarbeitet, liegen gelassen. Liegen lassen ist übrigens auch etwas ganz, ganz Tolles, dass man nicht denkt, man muss an dem Tag alles schaffen, sondern wenn man es liegen lässt, dann setzt sich noch was, und am nächsten Tag hat man vielleicht die Idee und denkt, ja, das ist ja viel besser als das, was ich vorher geschrieben habe. Wann und wo hast du die besten Ideen? Auf der Autobahn oder in der Dusche oder ganz woanders? Dusche! Ganz eindeutig, von dieser Auswahl ist es auf jeden Fall die Dusche. Dusche ist großartig. Aber ehrlich gesagt, Bewegung hilft immer. Nun bewegt man sich in der Dusche jetzt vielleicht nicht ganz so stark, aber rumlaufen und nachdenken ist super. Manchmal ist es auch toll, auf dem Sofa zu liegen und nachzudenken, und Leute, die dann in mein Zimmer reinkommen, aus Versehen denken, ich schlafe. Aber ich schlafe gar nicht, sondern ich denke nach. Hast du einen bestimmten Arbeitsplatz, an dem du komponierst? Kannst du uns den beschreiben?
Seht ihr den gerade ein bisschen? Ihr seht den, glaube ich, im Bild ein bisschen, aber natürlich kann ich ihn beschreiben oder sollte ihn auch beschreiben. Ganz hinten seht ihr einen Flügel. Wisst ihr alle, was ein Flügel ist? Also, das sieht man bei Klavierkonzerten oder bei Liederabenden, eben halt ein großes Klavier, was man aufklappen kann. Und dann seht ihr, na, das ist vielleicht nicht so richtig erkennbar, aber hier in meinem Zimmer ist auch ein Sofa, von dem ich gerade geredet habe. Das ist auch ein Lieblingsarbeitsplatz von mir, auf diesem Sofa zu liegen. Und an dem Platz, an dem ich gerade mit euch rede, da steht mein Computer und unter mir hier ist auch eine Klaviatur, ein Keyboard. Und an dem arbeite ich dann auch und gebe dann die Sachen in den Computer ein, denn meine Handschrift ist nicht besonders gut leserlich und wenn andere Musiker und Musikerinnen es dann lesen und spielen wollen, ist es ganz gut, wenn es möglichst gut aussieht. Also das sind diese drei Sachen eigentlich, zwischen denen ich mich bewege: Sofa, der Flügel hinten und hier der Computer, an dem ich gerade sitze. Kennst du Marc-Uwe Kling und weißt du, wie er deine Version vom Nainhorn findet? Das wäre nett. Nee, obwohl wir Namensvetter sind, sind wir uns noch nie begegnet. Wir haben uns auch noch nie geschrieben. Also ich kenne ihn nicht und insofern weiß ich auch nicht, wie er diese Version findet und ob er sie überhaupt schon mal gesehen oder gehört hat. Ich glaube, er lebt in Hamburg, so viel ich weiß. Und bis dahin hat es zumindest meine Version vom Nainhorn noch nicht geschafft. Schreibst du schon die Fortsetzung? Wird es auch ein Musical zum Nainhorn und die Schlangeweile geben? Würde euch das interessieren, die Fortsetzung? Ja. Ich bin ja immer ein bisschen abhängig von meinen Auftraggebern. Also natürlich habe ich auch selber Ideen immer für Stücke und manche Stücke kommen aus mir heraus und dann suche ich Theater, die das spielen können. In diesem Fall war das anders. In diesem Fall war das das Junge Theater Bonn, was mir diesen Auftrag gegeben hat, für ihre Version die Musik und die Bühnenfassung zu schreiben. Und insofern müssten die mir auch den Folgeauftrag geben, die Schlangeweile zu machen. Der Punkt ist, was sie mir mal gesagt haben, ist, dass oftmals eine Fortsetzung und das muss nicht unbedingt an mir liegen, nicht so erfolgreich ist wie das Original. Ich weiß nicht, wie euch das geht mit dem Buch. Guckt ihr eher in das erste Buch rein oder guckt ihr genauso oft in das zweite Buch rein? Eher das Erste. Ich gucke in beide rein. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht gibt es ja auch mal ein drittes. Also ich könnte mir vorstellen, der Erfolg ist ja so groß von den Büchern, dass es vielleicht dann eine weitere Reihe gibt. Du hast ja bereits mehrere Musikstücke geschrieben. Welches ist dein Lieblingslied von allen Liedern, die du je geschrieben hast? Ui, das ist eine Frage, welches Kind man am liebsten hat, was sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Die etwas langweilige Antwort ist immer das, woran man gerade sitzt, weil man da natürlich gerade intensiv arbeitet und versucht, was Tolles hinzukriegen. In diesem Fall ist es gerade ein Musical, was ich in München auch mache, was gerade läuft am Gärtnerplatztheater, das heißt Mata Hari, über eine Tänzerin und Spionin Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber es gibt Stücke, die in mir doch sehr nachhallen aus den ganzen Jahrzehnten, in denen ich schreibe. Ich schreibe jetzt ungefähr auch seit 30 Jahren Stücke. Ich bin schon relativ alt. Und da gibt es ein Stück, was es leider noch nicht nach München geschafft hat, was ich finde, was unbedingt nach München muss. Das ist Emil und die Detektive. Ein Musical nach dem Buch von Erich Kästner. Und das ist, glaube ich, ein Stück. Und da sind auch Songs drin. Ich glaube, die werden mich mein Leben lang begleiten und die sind mir ganz arg ans Herz gewachsen. Welcher ist dein Lieblings-Nainhorn-Reim? Ja, reimt vielleicht gar nicht so sehr, aber dieses so nice, so nass finde ich schon gut, muss ich sagen. Das ist so eine Sache, da müht man sich ab, was zu finden und plötzlich kommt diese Zeile in den Kopf und man ist plötzlich ganz glücklich, dass man diese Zeile gefunden hat. Und manchmal weiß man gar nicht, woher diese Zeile kommt, wie das gekommen ist, dass man plötzlich sowas schreibt. Aber die Zeile macht mich, glaube ich, doch sehr glücklich. Da muss ich immer schmunzeln, wenn ich das höre. Könnt ihr uns was kurz spielen auf Ihrem Klavier? Vielleicht, dazu muss ich mal. Ich bin kein toller Pianist. Ich freue mich immer, wenn ich tolle MusikerInnen habe, die für mich arbeiten. Aber ich spiele mal kurz ein bisschen was vom Wasbär.
Allerdings habe ich hier keinen Notenständer. Ich probiere es mal. Ich probiere es mal, mal sehen, ob ihr was hört. Die Körperpflege ist ein Genuss. Ich wasche mich so gerne im Bass. Für andere heißt es, was muss, das muss. Doch ich wasch mich gerne im Bass. So ein Fluss, so nah, das ist schon ein Plus. Denn ich wasch mich gerne im Fluss. Jetzt muss ich umblättern, da ich es nicht auswendig kann. Ich tauch mitunter den Kopf auch mal runter. Doch eins, das kommt schon vor. Mein Fell wird zwar sauber, doch ich immer tauber, denn ich krieg Wasser ins Ohr und werd sich los. Was? Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Ich danke für eure Fragen und euer Interesse.